Ja, heute startet der Vlog mal am Khan El Khalili Market. Das ist ein sehr bekannter Bazar in der Altstadt von Kairo. Ich habe mich mit Uber allerdings nicht direkt am Khalili Market rausschmeißen lassen, sondern beim Bab al-Futuh. Das ist ein Wahrzeichen, das wurde vor über 1000 Jahren gebaut und war früher das Eingangstor nach Kairo. Ich habe mich also da rausschmeißen lassen, weil ich das mal sehen wollte. Außerdem ist es rückblickend betrachtet auch übersichtlicher, wenn man den Markt besuchen möchte, da man einfach nur geradeaus laufen muss. Ich zeige euch das auch mal auf der Karte. Wo ihr euch absetzen lasst, ist dabei egal. Die Entfernung ist in etwa die gleiche und auch preislich ist dann nur ein Unterschied von ja, 16 Pfund, also es sind gerade mal 50 Cent. Also ihr habt da die freie Auswahl. Bei der Entfernung ist es so, dass ich meine Vlogs meistens abends schneide und daher die Fahrzeit mit dem Uber nicht ganz so passt. In Hurghada ist das egal. Durch das hohe Verkehrsaufkommen in Kairo macht das allerdings einen großen Unterschied, wann ihr euch Routen anzeigen lasst. Also wenn ihr morgens zum Markt fahrt, dann braucht ihr für die Strecke von meinem Hotel aus ca. 30 Minuten. Und wenn ihr gegen Mittag, also 1 Uhr oder noch später fahrt, dann braucht ihr unter Umständen halt die Stunde. Die voraussichtliche Ankunftszeit wird euch aber auch bei Uber angezeigt. Beim Rückweg könnt ihr auf jeden Fall mit einer Stunde rechnen. Ich blende euch jetzt noch kurz eine Karte ein, warum ich mich halt habe oben rausschmeißen lassen. Was ich meinte mit, es ist übersichtlicher. Ihr könnt halt einfach geradeaus runterlaufen und seid dann am Markt. Je nachdem, wo euch der Fahrer unten rausschmeißt, findet ihr nicht direkt den richtigen Eingang. Also dort gibt es halt viele Möglichkeiten und ja, vielleicht verheddert man sich dort und das muss ja nicht sein. Am Ende ist es natürlich egal, es ist halt nur mein Tipp. Außerdem kann man am Tor auch noch schöne Fotos machen. Ansonsten gibt es zum Markt auch nicht mehr so viel zu sagen. Ich würde euch empfehlen, entweder wirklich früh dorthin zu fahren oder so gegen ja, 15, 16 Uhr. Dann habt ihr dort einen schönen Sonnenuntergang und alles erstrahlt in so warmen Farben. Morgen zeige ich euch noch eine richtig coole Mall hier in Kairo. Ich habe nämlich beides in einem Tag besucht. Allerdings wird das Video dann zu lang werden, daher heute nur der Khalili Market. Und sorry an alle Leute, die Arabisch sprechen, für meine Aussprache. Ich versuche mir das halt immer ja, von Leuten abzugucken und das dann so ja, wiederzugeben. Aber ich weiß, dass es natürlich nicht perfekt ist. Ja, jetzt viel Spaß mit dem Bazar und ja, bis zum nächsten Vlog.
for you, cry for you, cry for you. I can't take this anymore. You say we're done, but you still want more. Baby, what I need is you at the door. This time I'm sure, yeah, that you're a bad boy, up to no good. Trying to be a man, but you're stuck in boyhood. Baby, you won't ever treat me the way you should. Thank you.
So, ich bin jetzt gleich an der Moschee angekommen. Hier werden auch die meisten Touristen, die eine Tour gebucht haben, Bussen hingebracht. Ich hätte an der einen Kreuzung auch weiter geradeaus gehen können. Es gab auch noch zahlreiche Seitenstraßen, wo man hätte langlaufen können. Aber ich denke, ihr habt durch das Video jetzt einen guten Eindruck bekommen, wie ihr hierher kommen könnt und wie es hier aussieht. Ja, das war's jetzt mit dem Vlog. Wie gesagt, morgen dann wahnsinnige Shopping Center. Und ja,